Hey Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Dieses Video bringt die ganze Sache noch ein Stückchen näher. Es sind jetzt noch circa 3 Tage, bis ich fliege und es ist Zeit, Koffer zu packen. Ich weiß nicht, aber allein dieser Gedanke lässt mich irgendwie noch aufgeregter werden. Ich zitter auch schon irgendwie so ein bisschen, obwohl ich normalerweise nie zitter. Man glaubt das alles noch gar nicht. Deswegen, ja. Da jetzt die letzten Züge noch in der Wäsche sind, fange ich nur schon mal an, so ein paar Sachen dort in einen Korb einzuräumen oder in 2 Körbe und räume dann morgen alles in meine Koffer. Ich habe einmal diesen großen Koffer, dann den als Handgepäckskoffer und meine Tasche. Ich habe natürlich auch schon eine Packliste geschrieben, beziehungsweise mehrere Packlisten, also eigentlich ziemlich lange. In den großen Koffer werden natürlich so Klamotten und Schuhe und alles Mögliche kommen. In meinen Handgepäckskoffer kommen Sachen für eine Notfallübernachtung, also falls ich meinen Flieger irgendwie nicht kriege oder der ausfällt, wenn ich in einem Hotel übernachte und ich habe irgendwie meinen Koffer nicht, dafür ist dann das Notgepäck da. Dann sind da noch meine Gastgeschenke drin, damit ich, wenn ich dort ankomme, nicht erst den ganzen Koffer ausräumen muss. Und außerdem sind da auch noch elektronische Geräte drin, die ich jetzt nicht beim Flug brauche, also die tue ich in meine Tasche rein, denn elektronische Geräte dürfen nicht in den normalen großen Koffer. So, ich habe jetzt einmal meinen Koffer gewogen. Mein Koffer an sich wiegt 4 Kilo und dann habe ich schon ein paar Sachen in den Wäschekorb getan. So Sachen, die nicht Klamotten sind, aber auch in den Koffer kommen, weil ich die eben auf der Reise nicht brauche. So, es ist jetzt der nächste Tag. Ich habe gestern leider nicht mehr geschafft als das. Das sind die letzten Sachen aus der Wäsche. Das heißt, ich kann jetzt anfangen zu packen. Ich fange an mit meinem großen Koffer, mit den ganzen Klamotten und dem ganzen anderen Zeug. Und ich werde jetzt erstmal die ganzen Klamotten auf mein Bett legen, um das ein bisschen übersichtlicher zu haben. Und dann werde ich sie in meinen Koffer packen. Also, ich habe jetzt einfach mal alle Sachen auf mein Bett gelegt. Ich habe 3 Hoodies eingepackt, 3 Sweatshirtjacken, hier so ein bisschen Schlafanzugmäßig Zeug. Dann 3 Langarmshirts. Bis jetzt liegt ja nur eine Jogginghose, die andere ist gerade noch im Trockner, die kommt da gleich auch zu und die andere ziehe ich auf dem Flug an. Dann ein Sporttop, dazu das gleiche Shirt und dann noch 2 Trikots. Dann habe ich hier ein paar Sporthosen. Ich habe 3 Jeans eingepackt, 2 Mom-Jeans, eine in blau und eine in grau und eine schwarze Skinny-Jeans. Dann ein paar kurze Hosen, eine Jeans und ein paar Stoffhosen. Eigentlich wollte ich nicht so viele Tops einpacken wegen dem Dresscode, aber die nehmen nicht viel Platz weg. Deswegen habe ich versucht, von jeder Farbe so eins einzupacken. Dann habe ich hier 4 Kleider mitgenommen. Ich glaube, 5 Röcke sind das. Ich glaube, es sind 7 T-Shirts. Ich habe versucht, von der Farbe abwechslungsreich zu bleiben. Und dann packe ich einmal das Paar Schuhe ein, ein paar Flipflops, die muss ich aber vorher noch einmal waschen, und ein weißes Paar Schuhe ziehe ich an. Dann habe ich hier Bikinis eingepackt und noch so anderes Zeug. Und ja, ich würde sagen, ich packe das jetzt einfach alles mal in meinen Koffer. So, das ist jetzt der Zwischenstand. Ich habe jetzt die ganzen Klamotten auf die Seite gemacht. Jetzt werde ich das ganze andere Zeug auf die Seite packen, damit ich das schon zumachen kann. Falls noch Klamotten dazukommen oder ich noch welche rauspacke, kann ich die dann hier noch von wegnehmen. Aber ja. Ich habe jetzt den ganzen anderen Kram auch da eingeräumt. Da fehlen noch 1-2 Teile, die ich jetzt aber auch noch kaufen gehen muss. Aber ich werde jetzt erstmal den Koffer wiegen, denn ich darf ja nur 23 Kilo haben. Und werde dann gucken, ob das überhaupt passen kann. Also ich habe es jetzt mal gewogen und ausgerechnet. Der Koffer wiegt bis jetzt 22,1, also ungefähr 22. Heißt, ich darf quasi eigentlich nur noch 1 Kilo reinfüllen. Was echt schwer wird. Nur muss ich noch ein paar Sachen raus, aber ich denke, das könnte passen. So, jetzt kommen wir zu meiner Tasche. Da werde ich sowas wie Portemonnaie reintun, Desinfektionstücher, Buch, iPad, ein paar Fotos, Mäppchen, Haarbürste, Haargummis, Kaugummis und sowas alles. Da kommen natürlich auch noch meine ganzen Reiseunterlagen rein. Die stehen da in dem Ordner. Aber ich werde das jetzt erstmal einräumen.
Es ist jetzt Samstag. Heute Nacht fahre ich endlich los. Da beginnt meine große Reise. Ich bin jetzt fertig mit Kofferpacken. Ich habe alles fertig gepackt. Und in meine Tasche habe ich jetzt die ganzen Unterlagen noch reingetan. Also jetzt ist alles abfahrbereit. Über dem Stuhl hänge ich schon meine Sachen, die ich anziehen will. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es so ist, gebt dem Video einen Daumen nach oben und schreibt mir gerne in die Kommentare, falls ich irgendwelche Videos machen soll in Amerika, also irgendwelche Videoideen. Sonst könnt ihr mir gerne auf Social Media folgen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich freue mich. Tschüss!